Bumm, und es herrscht Friede. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt jede Menge von minderschweren Maßnahmen vor den eigentlichen heißen Kriegshandlungen. Es gibt Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, wie jetzt von den USA und der EU, unglücklicherweise auch von uns gegenüber Russland. Das sind Kriegshandlungen. Wirtschaftssanktionen, da gab es nach dem Zweiten Weltkrieg von Stalin aus den Holodomor. Das ist ein Hungerfeldzug gegen Süden Russlands und der Ukraine. Da sind Millionen von Personen gestorben, verreckt an Hunger, weil man ihnen sämtliche Ressourcen weggenommen hat. Die Armee hat jedes Körnchen Weizen weggenommen, hat alle Tiere entfernt, damit die nicht geschlachtet werden können, hat alles kaputt gemacht, sodass da Millionen kaputt gingen. Das ist eine extreme Handlung. Und wenn man Hunger gegenüber einem Land verhängen würde, was ja auch geschehen ist hin und wieder, immer wieder in der Geschichte, dann ist das eine Kriegshandlung par excellence. Natürlich ist jetzt nicht gegenüber Russland zum Beispiel der totale Hunger verhängt worden. Auch sogar im Krieg mit der Ukraine haben weder Russen noch Ukrainer irgend so etwas gemacht. Natürlich sehr erschwerter Handel und alles, aber kein Mensch denkt an diese entsetzlichen Konsequenzen, die auch eine Wirtschaftsmaßnahme haben kann. Wirtschaftsmaßnahmen also können durchaus Kriegsmaßnahmen sein. Und dann kommt ja die Grenze zum heißen Krieg. Viele europäische Staaten sind NATO-Staaten. NATO-Staaten sind nach dem NATO-Statut beistandsverpflichtet, wenn ein NATO-Staat in einen Krieg, in eine kriegerische Auseinandersetzung hineingezogen wird. Also man muss der USA beistehen, man muss auch der Türkei beistehen, man muss England beistehen, Deutschland beistehen, Frankreich beistehen und so weiter. Und da ist ganz klar gemeint, auch mit Kriegshandlungen, mit direkten Kriegshandlungen, mit Truppen, mit Spionage, mit allem. Also richtiger Krieg. Das ist übrigens der Grund, warum die USA sagen, dass sie auf keinen Fall zustimmen werden, dass die Ukraine jetzt in die NATO kommt während des Krieges. Das ist verständlich. Denn sonst würde es plötzlich heißen, ja, USA, dann schickt eure Regimente, schickt eure Divisionen, schickt eure Fliegerstaffeln, ihr müsst den Beistand ausüben. Oft haben die USA andere Parteien aufgefordert, mit ihnen zusammen Feldzüge vorzunehmen. Die USA sind nicht so rein friedenslieb und unkriegerisch, wie das im Moment gerne publiziert wird. Nehmen wir ein kleines Beispiel, den Irakkrieg. Der Irakkrieg wurde von der USA, allerdings mit Unterstützung von England und weiteren europäischen Staaten, NATO-Staaten, losgetreten, weil man davon ausging, aufgrund von Geheimdienstmeldungen, die sich später als falsch erwiesen, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügt. Diese Massenvernichtungswaffen, da rechnete man damit, dass er Entsetzliches im Nahen Osten anstellen will. Nur, es gab sie offenbar nicht. Und mit den USA zog in diesen Krieg
der etwa 1 Million Iraker das Leben kostete. Vergleich das mal mit den Zahlen heute in der Ukraine. Also die USA haben da einen Krieg angerissen, der das X-fache an Opfer forderten, wobei jedes Opfer ist schlimm, auch wenn es nur eines ist. Aber auf jeden Fall da etwa 1 Million toter Iraker. Und das wurde voll unterstützt in Europa. Ich zitiere euch ein Votum von der späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie war damals Fraktionsvorsitzende im Parlament, im Bundestag in Deutschland für die CDU. Sie galt ja später auch als Friedenskanzlerin, weil sie auch den Ausgleich mit Russland forcierte sogar. Am 13. September 2002 sagte Frau Merkel im Bundestag sehr deutliche Worte zu Bundeskanzler Schröder, zur Regierung von Bundeskanzler Schröder, der sich geweigert hatte, am amerikanischen Feldzug im Irak teilzunehmen. Sie sagte Folgendes zu Herrn Schröder, ich zitiere, Sie haben das internationale Vertrauen in Deutschland zerstört. Sie spielen mit den Ängsten und Gefühlen der Menschen. Dieser Alleingang schadet Deutschland als Exportnation. Deutschland als größtes Land Europas trägt eine Verantwortung. Sie explizierte dann auch anderes und verglich das Vor- und rechtfertigte das Vorgehen von Präsident Bush. Das lobte sie ausgesprochen und bezeichnete Präsident Bush mit Verweis auf die Bergpredigt von Jesus als den wahren Friedensstifter. Nun, Amerikaner haben ja durchaus historisch ein leicht verschobenes Friedensbild. So gab es, ich glaube, wann wurde der entwickelt? Der große Trommelrevolver des Wilden Westens. Im 18. Jahrhundert oder im 19. wahrscheinlich. Und der Colt hieß der Peacemaker, der Friedensstifter. Bumm, und es herrscht Friede. Viel davon hat in die amerikanische Politik Eingang gefunden. Später war es der Afghanistan-Krieg. Es war ein entsetzlicher Terroranschlag gegen die USA durch die islamistischen Gruppen, durch die im Zusammenhang mit den Taliban offenbar standen. Und daraufhin haben die USA einen Feldzug in Afghanistan gestartet. Letztlich war dieser Feldzug nicht von Erfolg gekrönt und dieser Feldzug führte jetzt zu einem Afghanistan, in dem die Taliban völlig gesiegt haben, nach ich weiß nicht wie viel 100.000 Toten, aber auf jeden Fall irgendein positiver Effekt ist leider nicht geblieben. Nun, wir sind ja bei der Frage stehen geblieben, wo beginnt denn Krieg? Wenn man Truppen in ein Land schickt, wenn man militärisches Material, sagen wir eine Division Amerikaner, eine Brigade Amerikaner in ein Land schickt, dann ist das klar Krieg. Hier haben wir die Situation so, dass eine Brigade amerikanischer Soldaten nahe der ukrainischen Grenze auf polnischem Gebiet eingerichtet ist, mit voller Bewaffnung, mit allem. Also ist noch nicht eingegriffen, aber sehr nah dran. Und gut, Präsident Biden hat gesagt, er möchte nicht Amerikaner in diesen Krieg schicken, aber Instruktoren aus den USA sind bereits in der Ukraine. Die ganzen Waffen in XXX Milliarden Höhe
sind von den USA, primär von den USA, aber auch von europäischen Staaten, in die Ukraine geschickt worden. Die USA haben Spionageflugzeuge, Spionagesatelliten, Spionagedrohnen, die praktisch für die ukrainische Armee Feuerleitung machen. Ist das Krieg, wenn ich für eine Armee die Feuerleitung mache, sage, da ist noch etwas, wo ihr schießen könnt, da, da, da? Ist das nicht? Diese Grenze ist sehr wackelig. Dass die USA die mindestens theoretische Situation aufrechterhalten wollen, fast schon Fiktion, wir sind nicht Kriegsmitglied, verstehe ich absolut. Die USA wollen nicht im Krieg mit der Atommacht Russland stehen. Sie finanzieren lieber Stellvertreter, die ausbluten. Sie finanzieren lieber Stellvertreterkriege, das ist einfacher. Das war eine Zeit lang in Vietnam so. Und irgendwann hat es umgeschlagen. Da sind plötzlich auch US-Soldaten dort gewesen und für was eigentlich gestorben. Aber es war ein langwieriger, sehr, sehr blutiger Krieg in Vietnam. Es ist sicher zu hoffen, dass der volle Ausbruch zum heißen Krieg nicht stattfindet. Wir alle können darauf hoffen, außer vielleicht unsere Klimagottheiten. Denn einige Atombomben genügen, um problemlos so viel Staub und Wolken in die Atmosphäre zu bringen, dass wir uns über Klimawandel längere Zeit nicht mehr sorgen müssen. Natürlich wird das Bemühen der USA auch ein wenig sabotiert durch die deutsche Außenministerin, die bei jeder Gelegenheit wieder erneut verkündet, Deutschland ist im Krieg mit Russland. Nicht mit dieser Handbewegung, die stammt aus einem anderen Ereignis, das wahrscheinlich, ich will nicht behaupten, dass Frau Baerbock sich das zum Vorbild genommen hat. Nach der Stalingrad-Niederlage der deutschen Armee unter übrigens hervorragenden Panzergenerälen wie Paulus, diese Niederlage war verheerend. Trotzdem hat Deutschland den ganz großen Effort dann erst richtig losgelassen und es gibt die ganz berühmte Sportpalastrede des deutschen Ministers Josef Goebbels. Und da haben wir diese Handbewegung, die Frau Baerbock bisher noch nicht gemacht hat. Da muss ich sie in Schutz nehmen. Und er sagte, wollt ihr den totalen Krieg? Und die Mängelte jubelte, man erhob die Hand zum Hitlergruß, stand auf, standing ovation, ja, wir wollen den totalen Krieg, eigentlich die Vernichtung Deutschlands. Und Ähnliches letztlich haben wir jetzt auch dieser Impetus in Richtung Krieg, dieser Impetus, nicht zu verhandeln, Krieg weitermachen, Krieg ausweiten, der ist auch in Europa leider sehr verbreitet. Ihr habt vielleicht den brasilianischen Präsidenten gehört, andere Südamerikaner und Afrikaner, die sagten, es wäre nun wirklich nach so vielen Toten, nach circa 1000 Toten pro Tag, an der Zeit, Verhandlungen aufzugleisen. Ohne Voraussetzungen, einfach mal Verhandlungen aufzugleisen. Und der südamerikanische Präsident von Brasilien sagte dann, das müsste wohl eine neutrale Macht machen. Und er erwähnte asiatische Staaten, afrikanische Staaten, südamerikanische Staaten. Es wäre der Glanzpunkt, die Gloria der Schweiz gewesen, wenn sie hier noch zum Zug gekommen wäre, wenn die Schweiz in einem solchen
Konflikt, in einen bald weltweiten Konflikt hätte vermitteln können und als neutraler Staat schließlich zu einem Waffenstillstand und Frieden beitragen können. Es ist ein Riesenjammer, dass die Schweiz sich das vergeben hat, mit dem Bundesratsentscheid von Ende März 2023 die Neutralität fallen zu lassen und sich an den Maßnahmen zu beteiligen gegen Russland, letztlich Kriegsmaßnahmen, Wirtschaftskriegsmaßnahmen. Neutralität ist nicht etwas, was man wieder herbeizaubern kann, indem man im Bundeshaus einen hochkarätigen Juristen beauftragt, 500 Seiten darüber zu schreiben, dass man in Wirklichkeit doch neutral sei. Neutralität funktioniert nur, wenn sie alle anerkennen, wie das in der Konvention von 1908 der Fall war. Da ist der erste Satz, das Gebiet des neutralen Staates ist unantastbar. Das funktioniert nur, wenn die Neutralität rundherum anerkannt ist. Leider, leider haben wir diese Anerkennung verspielt. Ich hoffe sehr, dass die Neutralitätsinitiative allernächstens eingereicht werden kann und dann dazu führt, dass die echte Neutralität wieder in die Schweizerische Verfassung kommt. Ich danke euch fürs Zuhören.